So, herzlich willkommen zurück zur Frühstücksbörse hier und logischerweise natürlich hier zum 27. März diesen Jahres. Ja, mein Kollege Alexander Duedari heute verhindert in dem Zusammenhang. Na, natürlich soll es dann nicht darum gehen, dass ich das Webinar für ihn ersetze, sondern natürlich gar kein Problem hier einzuspringen und zu schauen, was in den Märkten heute auf der Agenda steht und was wir vor allen Dingen heute hier im Chart herausfinden können, um vielleicht die ein oder andere positive, interessante Trading-Idee weiter hier mitnehmen zu können. Jo, Jan-Erik, Moin Frankie, genau. Stefan meldet sich ebenso und von Andreas und Steffi höre ich entsprechend auch Positives. Also gucken wir auf der Nachrichtenseite. Wir haben hier, ich habe es bei den Hot Assets zusammengefasst, heute die neuseeländische Königliche Bank dort mit der Leitzinsentscheidung gehabt. Logischerweise kam dann entsprechend beim Statement dort heraus, dass ja die Nachrichtenseite nicht unbedingt so positiv gesehen wird. Es gab dort die Information, dass dort die ja entsprechend die Nationalbank dort die Zinsentscheidung eher in die Zukunft blickend eher nach unten anpassen wird und logischerweise dann dadurch entsprechend auch eher die Marktbewegung natürlich auf der schwachen Seite zu sehen sein dürften. Das heißt, der Neuseeland-Dollar hat erst einmal heute am Vormittag, frühen Vormittag für mich jedenfalls reingehauen und Andreas sagt gerade hier, Short hat hingehauen. Genau, das war ja meine Trading-Idee dort. Gucken wir uns gleich im Detail an. Und ich sehe natürlich weiterhin Abwärtspotenzial auf der unteren Seite. Und zwar natürlich auch dort bekommen wir eine weitere Bestätigung einer erneuten weiteren Zentralbank, dass die wirtschaftliche Lage nicht so sehr rosig gesehen wird. Woher soll es denn auch kommen entsprechend? Wir haben es ja seitens der Europäer, Mario Draghi, England sowieso und auch bei den Vereinigten Staaten ja zuletzt vor kurzer Zeit, vor etwas mehr als einer Woche gehört. Auch die Fed sieht entsprechend hier, dass in diesem Jahr keine Zinssatzentscheidung im positiven Sinne mehr gefällt werden wird, sondern frühestens dann im nächsten Jahr wiederum Positives zu sehen und zu spüren sein könnte. Also die Märkte eher im Abwärtsdrang, die Märkte eher auf der Short-Seite unterwegs. Unsere Trades laufen gar nicht so verkehrt. Trotzdem sehen wir auch hier eine gewisse Nervosität in den Märkten. Wir sehen, unsere aktuellen Positionen sind wieder eine gute Seite zurückgekommen, aber sollen uns natürlich nicht weiterhin trüben. Ich gehe davon aus, dass wir hier auch weiterhin Positives sehen können. Steigen wir vielleicht einmal ein mit unserem guten Freund, dem Euro. Wir sehen es ja hier auf Wochenebene, droht der Markt sich weiter nach unten zu verabschieden. Die große technische Verkaufskerze hier, dieser Pinbar nach oben entsprechend, zeugt davon, dass wir durchaus weiteren Verkaufsdruck könnten. Aktuell liegen wir hier einen Schnaps vorne, gute 25 Pips. Das heißt, das Ganze ja erst einmal relativ positiv zu sehen. Ich sehe auch nicht unbedingt, dass der Markt sich hier nachhaltig etwas erholt. Klar, könnten wir nochmal die Ausbruchszone hier antesten. Das wäre jetzt jedenfalls die zweite Variante, wenn der Abfall hier nicht direkt erfolgt. Der Abfall, der Euro als Abfall, wenn der nicht direkt erfolgt, dann könnte es natürlich passieren, dass wir nochmal hier oben hochlaufen und die untere Seite dann weiterhin in Angriff nehmen sehen. Trotzdem natürlich hier auch Obacht ist geboten. Wir haben es ja sehr oft im Euro gesehen, dass hier diese Seitwärtsbewegung dann schon wieder im Keim erstickt wurde, der Markt dann schon wieder die Richtung gewechselt hat. Von daher gucken wir, was hier passiert. Eventuell auch die Idee, vielleicht dort die Position ein Stück weit hier kürzer zu fassen über das weitere Vorgehen. Sollte es eine Anpassung hier von mir jedenfalls geben, werde ich sie natürlich dann auch im Telegram-Service weiterhin in Kenntnis setzen. Also, das erstmal im Euro. Der Druck auf der Unterseite geht nicht unbedingt weiter. Hier, wenn wir uns den Norm sehen, auch hier der Markt erstmal mit Seitwärtspotenzial. Das heißt, auch hier sehen wir ja schon fast wiederum eine gewisse Handelsbox, die wir hier uns erklären können, und zwar hier Widerstandsbereich, Unterstützungsbereich erst einmal nicht nach wie vor, nicht nachhaltig nach unten hin verlassen. Trotzdem sehe ich natürlich hier mit dieser nächsten Zone durchaus den Druck auf der unteren Seite und sollte sich natürlich auch diese Position hier weiter nach unten abwärts bewegen, sehen wir das Ganze auch auf Monatschartebene. Der Monatschart, der hier direkt im Widerstandsbereich ja nach oben hin angetestet, hieß natürlich, dass der Markt sich weiterhin nach unten bewegt und dann logischerweise hier durchaus sollte die Kerze so bearish bestehen, hier entsprechend mit weiterem Druck auf der unteren Seite sich bewegen. Also das Ganze hier weiter spannend zu beobachten. Ich sehe, wie gesagt, den Abwärtsdruck weiter, obwohl auch der Ölpreis gerade und da einen kleinen Blick drauf werfen, nicht unbedingt viel verrät, so sehe ich jedoch, dass nach wie vor vielleicht eine leichte Abwärtskorrektur im Öl weiterhin bestehen könnte und der Markt sich ein Stück weit nach unten hin bewegen dürfte.
Das als solches ist natürlich keine großartige Rückendeckung hier für unsere norwegische Krone. Im Gegenteil, die norwegische Krone profitiert ja normalerweise eher von einem zulegenden Ölpreise. Das Ganze können wir aktuell hier nicht beobachten. Trotzdem, wie gesagt, bleibe ich hier dabei und habe weiterhin Geduld und schaue, wie sich unsere Trading-Position hier weiterentwickelt. So, damit den Euro angesprochen und den Norweger ebenso. Im Pfund wird es heute durchaus spannend. Das heißt, wir haben hier und heute schon bei den Kollegen der BBC geluschert, ebenso finden wir natürlich Informationen auch seitens der alten, ehemaligen Kollegen hier von der Tagesschau. Wir suchen dort oder das Unterhaus sucht dort nach einem Brexit-Favoriten, so tituliert hier die Tagesschau das Thema. Insgesamt wird es darum gehen, was dort weiterhin passiert und welche Vorschläge für eine Brexit-Strategie eventuell hier mit positivem Ergebnis dann das Unterhaus verlassen könnten. Erst einmal als solches kann man natürlich, wenn man nicht diese gesamte langanhaltende, ewig nervende Situation dort im Hintergrund hat, davon ausgehen, dass vielleicht dort ein bisschen Bewegung doch ins Parlament kommen könnte. Problem natürlich aber weiterhin hier, dass die Meinungen so ganz klar festgefahren sind und das Ganze natürlich immer noch der Punkt hier, dass hier die Teilnehmer, also die Mitglieder des Parlaments dort eher kaum gewillt zu sein scheinen, ihre Meinung dort zu ändern. Und das ist natürlich hier, wie gesagt, das grundlegende Kernproblem in dem Markt, was wir hier täglich sehen. Aber trotzdem, vielleicht gibt es ja Positives und vielleicht gibt es ja dort eine leichte Möglichkeit, dass das Pfund davon profitieren könnte. Ich sehe jedenfalls im Wochenchart, dass wir zum einen uns ja hier dieser Widerstandszone annähern. Wir sehen es im Monatschart ebenso sehr langfristig gedacht, aber langfristig gedacht mit durchaus positiven Chancen, Nutzen, Risiko hier, meine ich, dass unsere Möglichkeit hier mit einer Long-Seite natürlich nach wie vor positiv im Markt überstehen dürfte. Denn sollte dieser Widerstandsbereich hier wirklich nach oben hin verteidigt werden können oder sag mal so, der Markt nach oben hin ausbrechen, selbst wenn es ja nur hier, und das sieht so lapidar klein aus, selbst wenn es hier nur 300 Pips nach oben sind, die ja auch an diesem Handelsbereich funktioniert hatten, sprich Aufwärtsbewegung innerhalb des Monats, dann Abwärtsdruck wiederum hier im Markt eintreffend, könnten wir Gleiches sehen. Wir könnten vielleicht sehen hier, dass der Markt sich wiederum in Richtung, was haben wir hier, die 1,35 entsprechend antestet, dass die Zone nochmal nach oben hin ausgebrochen wird. Der Ausbruch jedenfalls, vorbereiteter Ausbruch hier aus der letzten Handelswoche spricht für mich dafür. Das heißt, wenn Sie dort keine Position haben, hier erneutes Einstiegspotenzial oberhalb der 1,3310 würde ich jedenfalls nach wie vor hier in Betracht ziehen wollen und dort eventuell sogar eine neue Order legen wollen. Das heißt natürlich, wenn der Markt wirklich anfängt, hier nach oben zuzulegen, dürften wir hier oben in dem Handelsbereich wieder mit etwas mehr Druck nach oben im Markt ja die Situation bewerten und das Ganze, wie gesagt, könnte dazu führen, dass es weiter nach oben geht. Gucken wir uns das Ganze auf Tagesebene an. So könnten wir davon ausgehen, vielleicht, dass wir hier den Tiefpunkt des heutigen Tages bereits gesehen haben. Während Asien, ja, so oft der Fall, die Marktbewegung erfolgte erst einmal leicht auf der unteren Seite. Hier schöne Pinnbar-Kerze für die Charttechniker unter uns hier dort durchaus mit Aufwärtspotenzial hier im Markt bereitstehend. Nächster Punkt, den wir auch analysieren können, denn nicht so, dass ich mich auch gerne mal die kurzfristigen Charts mir hier anschaue. Wir sehen dort, dass dieser Widerstandsbereich auf der Stundenchart-Ebene scheinbar nach oben hin durchbrochen werden könnte. Frage ja immer noch hier. Wir sehen es ja hier, dass die nächsten 28 Minuten dort entscheiden werden, was passiert. Sollte aber der Markt sich nach oben hin aufwärts absetzen wollen, dann könnte natürlich hier die Welt nach oben offen sein. Also, ich bleibe dabei, dass im Marktumfeld hier im Pfund natürlich der Druck auf der oberen Seite besteht und in dem Zusammenhang auf die weitere Aufwärtsbewegung dort für mich wahrscheinlich ist. Blick weiter hier. Wir haben ja so einiges aktuell offen, zeigt auch im Dollar-Cut positives Momentum. Das heißt auch hier, wenn der Markt sich kaum bewegt, spricht das eher für uns, so jedenfalls meine Analyse hier, die Unterstützungszone mehrfache wiederum nach unten hin getestet, immer wieder bullisch nach oben gelaufen. Das heißt, der mittelfristige, langfristige Trend ja mit uns, das ist ja immer die Idee und die Frage, wie wir uns markttechnisch ausrichten. Wir sind hier ganz klar im Trend unterwegs und sollte nun wirklich der Ausbruch nach oben hin erfolgen. Heißes Eisen natürlich auch für uns hier, 1,3430 würde ein neuer Einstiegspunkt sein können, das Ganze hier auf der oberen Seite dann weiterhin Spaß machen können. Also wenn Sie hier nochmal nach einer wahren Möglichkeit suchen, dort könnte gut passen. Auch hier eine gleiche Veranstaltung. Wir sind zwar leicht mit dem Antesten gerade beschäftigt, diese Ausbruchszone. Trotzdem sehen wir natürlich, wenn wir uns diese mittelfristigen Charts anschauen, dass es hier durchaus Potenzial gibt und der Markt sich weiter nach oben hin erholen könnte. Auch hier
Vormaliger Widerstandsbereich hier auf der linken Seite dürfte uns hier aktuell dann als Unterstützung wiederum im Markt um die 33,50, 33 bereitstehen. Das heißt, selbst wenn wir noch ein bisschen hier nach unten entfallen, gehe ich von weiterem Druck auf der oberen Seite aus und dann logischerweise auch mit der Idee, dass hier diese bullische letzte Handelswoche uns den Weg nach oben zeigen dürfte und dann entsprechend mittelfristig vielleicht auch hier in Richtung 1,35, 80, 1,36 sich nach oben hin bewegt und den Markt dann klar zyklisch im US-Dollar als Vorteil dort weiter behandelt. Also dort sieht auch die Leitung wiederum gut aus und Erfreuliches gibt es gerade hier natürlich auch zu berichten vom DAX, der erst einmal ja positiv hier den Markt eröffnen konnte. Wir hatten es in den letzten Tagen sehr oft, dass wir ein Stück weit höher geöffnet haben, hier auch tief geöffnet, aber mit einer bullischen Bewegung, die allerdings den Markt nicht vollends überzeugen konnte. Das heißt, auch hier sehe ich weiterhin, dass unser Abwärtstrend intakt zu sein scheint. Klar, die 4 Stunden hier, 4 Stunden Kerze muss erstmal noch hier beweisen, dass es auch wirklich hier schwach nach unten gibt und die Marktbewegung sich nach unten hin weiter abwärts entsprechend intakt sieht. Trotzdem Rückendeckung haben wir, wie gerade angesprochen, zu Anbeginn hier von der Zentralbank aus Neuseeland. Auch dort, ja, wie gesagt, die Lage relativ schwach bewertet. Ich gehe auch davon aus, dass hier nach wie vor der Abwärtstrend weiterhin nach unten läuft und wir dann ganz klar auch alsbald hier die neuen Tiefpunkte sehen könnten. Das heißt ja hier, diese bärische Kerze aus der letzten Woche spricht auch in dieser Woche durchaus dafür, dass der Markt sich nach unten bewegen könnte und natürlich dann auf der unteren Seite wieder mit positivem Potenzial hier das Ganze beschönigt und dann der Markt wieder fällt. Wie gesagt, untere Ebene hier ist nach wie vor hier meine Kiste, die ich dort sehe. Auch dort Einstiegspunkt an sich immer noch parat. Logischerweise für diejenigen, die dort noch nicht drin sind, erneuter Einstiegspunkt könnte heute vielleicht sogar greifen. Bruch der 11.300-Punkte-Marke, auch eine neue Kiste für den heutigen Tag. Sollten wir wirklich wiederum Druck nach unten aufbauen und die Problematik im Handel ja immer, man muss den Markt entsprechend analysieren und dann, wenn der Markt uns einen Einstiegspunkt quasi mitbringt, anzeigt, dann schon drin zu sein. Nicht erst, wenn der Markt schon gefallen ist, dann gehen nämlich die Profihändler wieder aus den Märkten raus und wir kaufen oder verkaufen als Letzte, bevor der Markt entsprechend eine Bewegung antritt, sollten wir natürlich dabei sein. Rückendeckung quasi hätten wir in etwa auch von dieser Handelskerze. Ich würde diesen aktuellen Marktbereich hier gerade dort vergleichen wollen. Bärische Kerze antesten nach oben des Ausbruchs. Sie kennen es von mir, ich berichte das ja sehr oft hier. Und danach erfolgte der durchaus hier Fall auf der unteren Seite. Hat ein Stück weit gedauert, aber danach wurde die Abwärtsbewegung weiterhin hier intakte nach unten hin fortgeführt. Gleiches könnte auch hier passieren. Wir könnten vielleicht dann in dieser Woche, sollte es noch keinen validen Ausbruch nach unten hin wirklich geben, könnten wir einfach vielleicht nur diese Art von Handelskerze hier oder vielleicht so sehen, bevor es dann abwärts läuft. Das heißt, dort drin zu bleiben und lieber auf den Fingern zu sitzen, mag sich auszahlen. Vor allem natürlich, weil die Märkte gerade in dieser Handelswoche bisher so kaum bewegen, leichtes Potenzial nach oben. Zeugt immer davon, dass ein gewisser Trend intakt ist hier. Wir sehen eine bärische Bewegung verdammt stark nach unten hier. Die großen roten Kerzen zeigen mir an, dass es im Markt nach unten geht. Die kleinen bullischen Kerzen zeigen mir eher, dass es sich um eine Gegenbewegung handelt. Die Marktidee für mich, wie gesagt, nach wie vor hier sehr stark bearischer Natur. Immer wieder natürlich hier auch eine leichte Aufwärtsbewegung zu sehen. Trotzdem, wenn es nach unten läuft, sind es die großen Kerzen und die sind im Markt aktuell ganz klar größer als die kleineren Kerzen auf der langen Seite. Das jedenfalls sagt mir aktuell die Charttechnik. Gucken wir uns den S&P an, so haben wir dort eine erneute Einstiegsmöglichkeit. Eventuell auch jetzt sollte der Markt also wiederum hier die Seite wechseln wollen. Wir sehen es, wir warten schon langsam darauf, dass es hier wiederum die Etage nach unten weitergeht. Also auch hier bleibe ich dabei. Das Ganze schauen wir uns dann logischerweise hier zur US Open-Schalte heute wieder an. Ich sehe hier Abwärtsdruck nach wie vor und sehe auch eher hier, dass es dort nach unten geht als nach oben. Wir könnten uns vielleicht auch diese gewisse Art von Trendlinie hier zurechtlegen, um die wir uns immer wiederum herumbewegt haben. Aktuell weiterhin hier Shortpotenzial. Sollten wir auch hier den Hochpunkt der Handelswoche bereits gesehen haben, spricht dann auch die Charttechnik natürlich hier dafür, dass der Pinball uns den Weg weist und der Markt dann langsam seinen einsamen Tod nach unten stirbt und wir natürlich dann dabei bleiben wollen. Also auch hier Shortpotenzial nach unten. Andreas Achtelig sagt gerade, DAX drin im EMA 200 unter der EMA. Das waren jetzt sehr viele technische Informationen, Andreas. Ja, ist klar. Gute Idee. EMA, also der Moving Average, der gleichende Durchschnitt, den Andreas dort sieht, den hat Andreas genommen. Der Markt aktuell auf der Short-Seite unterwegs. Wir können uns ja nochmal hier eine Moving Average dort. Wo haben wir es?
Exponential Moving Average, Average to Range. Moving Average Oscillator sind es nicht. Gut, müsste ich jetzt. Wo habe ich denn? Moving Average. Okay, fühle mich jetzt gerade hier zu weit und wollte es auch nicht. Ich bin jetzt auch vom Thema gerade schon abgeschweift. Hier, Andreas, danke für die Info jedenfalls. Also, der gleitende Durchschnitt anscheinend der DAX aktuell unterhalb dessen soll bedeuten, dass natürlich dort der Markt sich eher weiter nach unten bewegt. Wir sehen die Bestätigung aktuell. Ich warte nach wie vor mit meinen Positionen natürlich auf diese sogenannte Risk-Off-Bewegung, also auf diese Risikoaversion, sprich hier Anleger sind, scheinen daran interessiert zu sein, eher sich hier außerhalb von Risikopositionen zu bewegen, mit Ausnahme natürlich das britische Pfund. Wir sehen es hier, der Euro kann sich auch nicht unbedingt aktuell hier gegenüber dem Pfundkurs der großen Inselwährung entsprechend behaupten. Im Gegenteil, wir sehen Potenzial im Pfund nach oben. Ansonsten hier klare Risiko-Risk-Off-Bewegung hier aus, sie als Risikowährung gibt ab. Der Neuseeland-Dollar logischerweise, wie angesprochen, hier 100 Pips nach unten heute schon hier Erfolge machte aufgrund der schwachen Nachrichtenlage. Dort spricht dafür, dass es weiter nach unten geht und an sich auch immer noch, das ist jedenfalls meine Analyse hier, der Japaner immer noch im leichten Vorteil, das heißt der Risikoaversion auch im Yen gesehen, japanische Yen, Schweizer Franken, US-Dollar werden ja traditionell wertiger oder teurer entsprechend, wenn es um eine Anti-Risikobewegung geht, denn diese sogenannte sichere Hafenwährung hier wird gerade wieder nachgefragt werden und das Ganze spricht natürlich dafür, dass hier unsere Bewegung im Markt und die von mir eher negativen Bewegungen gesehen jedenfalls hier wieder Überhand nehmen könnten. Das war es erst einmal hier für den Ausblick für den heutigen Tage. Auf der Nachrichtenseite, wie gesagt, nicht allzu viel hier heute, was wir sehen. Das britische Parlament dort dürfte uns heute ein Stück weit weiterhin ja, im Markt mit Informationen versorgen. Gucken, was passiert. Ich werde Sie logischerweise im Telegram-Service in Kenntnis setzen, sollte es weitere Informationen hier geben. Und ansonsten gucken wir, was in den nächsten Webinaren passiert. Wir sehen uns definitiv wieder innerhalb der schon der nächsten Stunde dort zum Start Smart Webinar mit ein Stück weit technischer Grundlagenchartanalyse. Wir schauen, was wir dort an Märkten und in den Märkten herausfinden können. Erst einmal weiterhin alles Gute, dann bis zum nächsten Webinar. Viel Erfolg im Handel. Ciao, ciao.